Wir bauen uns ein Baumhaus in den Wolken. Schöne Grüße von Madeira nach Madeira natürlich an Unge. Ich habe einen Wunsch, den ich gerne mal umgesetzt sehen möchte. Fritz Meinecke, Baumhaus. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute startet ein brandneues Projekt. Viele von euch haben sich's schon lange gewünscht und hier kann ich es perfekt umsetzen. Ich bin quasi in einer Art Dschungel. Das ist der absolute Wahnsinn hier und wir werden gemeinsam das Projekt Baumhaus starten. Und zwar genau hinter mir. Wie der ein oder andere sicherlich erahnen kann, bin ich nicht in Deutschland, sondern ich bin auf einer Vulkaninsel. Und hier sind ganz andere Voraussetzungen. Allein was die Vegetation angeht, hier können wir ganz neue Techniken ausprobieren. Simple, einfache Säge mit Holzgriff, eine Axt, dann so eine Art Spitzhacke, jede Menge Schnur, Trinkflasche mit, mein Messer. Hier oben drin noch ein paar Kameraakkus, natürlich Y-Food-Riegel, da werde ich mir gleich erstmal einen gönnen. Denn ich war gerade schon 3 Stunden unterwegs, habe hier Höhenmeter vom Allerfeinsten geschrubbt, um einen perfekten Platz für dieses Projekt zu finden. Stärke muss sein, ohne Mampf kein Kampf. Und hier unten das gute Erste-Hilfe-Set. Ich hoffe mal, wir werden es nicht brauchen, aber sicherheitsmäßig ist es mit dabei. Ich zeige euch jetzt erstmal den Platz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich will 4 Bäume haben, wo ich dann Stützpfeiler ranmache und da oben ein Plateau drauf baue. Später sicherlich mit noch Dach und Leiter und keine Ahnung. Können wir alles erweitern, aber ich brauche erstmal 4 grundsolide Bäume. Pfeiler Nummer 1, Pfeiler Nummer 2, Pfeiler Nummer 3, Pfeiler Nummer 4. Leute, ich freue mich. Wenn ihr das Projekt feiert, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Und ihr könnt natürlich auch mal hier ein Abo dalassen, wenn ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt. Ich werde jetzt erstmal anfangen, alles hier so ein bisschen frei zu räumen in der Mitte. Ja, damit ich überhaupt arbeiten kann, weil ich komme hier überhaupt nirgendwo hin. So, die Fläche ist schon mal sehr gut freigeräumt. Hier seht ihr links die beiden Außenpfosten und hier rechts die beiden. Und die 2 müssen wir jetzt hier noch wegmachen. Und dafür habe ich das Werkzeug. Bisschen wackelig der Kopf, aber scharf ist er auf jeden Fall. Wow, zieht euch das mal rein. Richtig lange spitze Wurzel nach unten. Und hier oben ist so eine Knolle dran. Die war quasi im Boden. Hier kommen so ein paar Seitentriebe raus. Aber eigentlich sieht das aus wie so eine ganz lange Zuckerrübe. Die Wurzel ist natürlich auch schön nass und saftig hier. Komm mal! Ja! Hier ist gerade wieder eine richtige Wolke drin. Wenn ihr nach oben guckt, richtig geil. Leute, wir bauen uns ein Baumhaus in den Wolken. Mystisch. Schöne Grüße von Madeira nach Madeira natürlich an Unge. Die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben uns natürlich schon längst gesehen und getroffen. Fritz, wenn du nach Madeira kommst, ich würde mich übelst freuen. Ja, damit du dich schon mal reinhören kannst. Komm mit. Ich crash kurz den Stream, Leute. Schöne Grüße. Unge hatte mir eine Survival Challenge gestellt, aber ganz am Anfang hat er auch gesagt, dass er das Thema Baumhaus ganz spannend findet. Ich habe eine Sache, ich habe einen Wunsch, den ich gerne mal umgesetzt sehen möchte. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gemacht hat. Fritz Meinecke, Baumhaus. Hat Fritz sowas schon mal gemacht? Wenn das Ding fertig ist, ich glaube, damit schreiben wir mal wieder Geschichte. Hier gerade schon wieder der Nebel und die Wolken reinziehen. Oh.
Kurze Frage, gibt es hier eigentlich Schlangen? Oh. Es ist halt Dschungel hier, ne? Es ist so anstrengend. Es ist schwül. Es ist nass. Ich hänge direkt in irgendwelchen Wolken und ziehe irgendwelche Bäume durch den Dschungel. Huhu. Das hier ist jetzt die Ausbeute. Die Sachen sind alle jetzt beim Platz fürs Baumhaus. Und ungelogen, so schwer ist das Holz in Deutschland nicht mal ansatzweise. Trick 17, wir färben das Ganze einfach ein mit Matsch. Jetzt sieht das doch schon viel, viel besser aus als diese blöde weiße Schnur. Ich hoffe, dass das Ganze hält. Wenn nicht, habe ich bei einem Baumhaus ein kleines Problem, wenn ich da runterkrache. Na, was sagen die Fachmänner von der Knotenkunde? Ist auf jeden Fall schön auf Spannung. Hier in der Mitte nochmal dicht gemacht, dass nichts verrutscht. Dreilagig, in der Mitte doppellagig. Sollte passen. Und das Ganze machen wir jetzt unten auch nochmal. So, Unterarmlänge. So, wir machen einen kurzen Test. Ist ultra fest auf jeden Fall. So, den langen Stock habe ich mir jetzt geholt, um den quasi als Maß oben drauf zu legen, um von Weitem zu gucken, ist es gerade oder nicht. So, jetzt haben wir die ungefähre Höhe, dann können wir gleich anzeichnen. Und zwar mit dem Messer. Schreibt gerne mal eure Meinung, Ideen, Vorschläge zum Baumhaus in die Kommentare. Ne? Also solchen Balkon dran bauen, Dach, dies, das, mit Blättern, Palmen, whatever. Was wollt ihr unbedingt sehen? Machen wir eine Strickleiter, machen wir eine normale Leiter, hinten rein, vorne rein. Alles klar. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, was ich hier noch machen soll. So, Leute, wie komme ich jetzt hier oben ran? Da muss ich ja draufklettern. Ich habe ja noch das Ding, das nehme ich jetzt als Stelze hier unten. Puh. So, meint ihr, es hält? Puh. Oh, das ist schon eine Ansage hier oben von der Höhe. Aber irgendwie geil. Leute, das Projekt geht voran. Es geht voran, es sieht gut aus. Das gleiche Ding müssen wir jetzt natürlich nochmal auf der anderen Seite bauen. So, der nächste Querbalken hierhin hängt, aber ich werde hier
auf der Rückseite noch wieder so eine kleine Ausschalung machen, damit es halt nicht so weit rechts ist, sondern ein bisschen mehr an den Stamm rankommt. Der Tag geht zu Ende, es wird langsam dunkel. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter neuer Frische. Guten Morgen, ich bin wieder zurück. Hier gibt es anscheinend so kleine Heimchen. Die springen hier gerade überall rum. Seht ihr die? Ja, können wir uns auch mal einen kleinen Eintopf machen, oder? Und ein paar Heimchen essen. Was sagt er dazu? Bisschen Survival Food ausprobieren hier mal auf der Insel. Jede Menge neue Schnur. Alles klar. Jetzt kann man hier oben sich schon drauf bewegen. Hier haben wir, glaube ich, so eine Höhe von ungefähr 2 Metern. Aber hier vorne haben wir bestimmt hier gute 3 Meter runter. Schön. So, als nächstes werden jetzt hier quasi Querbalken drauf verlegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall Platz für 2 Schlafplätze haben. Generell kleiner Tipp, bei den ganzen Messungen, die ich immer gemacht habe, habe ich immer Körperteile benutzt. Das heißt zum Beispiel sowas für einen Durchmesser oder 2 Hände für einen Durchmesser, Elle, Speiche, Körperlänge bis Nasenspitze, bis irgendwie Brustwarzenhöhe. Also da habe ich das immer ganz gut irgendwie abgemessen. Bei denen zum Beispiel hier war immer die Idee, okay, unten dran und dann komplett ausstrecken mit der Hand. Und seht ihr das Maß? 1:1 genau die Höhe. So, ich habe jetzt diesen Probestock hier hingemacht, den werde ich auf die richtige Länge schneiden und dann nehme ich den quasi als Maßstab für die anderen Stämme. So. So, die ersten 10 Balken auf einer Seite sind fest. Jetzt muss ich noch an die andere Seite. Und was ich nicht gedacht hätte, es ist so ultra anstrengend, das festzuzurren, weil das Seil ja dauerhaft auf Spannung sein muss. Weil man zieht mit der einen Hand ja immer wie bescheuert, mit der anderen Hand fummelt man, dann wechselt man wieder. Also ich habe echt schon gefühlt einen Krampf in meiner Hand. Es ist vollbracht, beide Seiten sind festgeschnürt. Aber ihr seht, das ist erst der Anfang. Sieht auf jeden Fall schon sehr geil aus und stabil ist es auch. Liebes Tagebuch, wir haben es Mittag und die Wolken hängen wieder in meinem kleinen Baumhaus. Ich bin immer noch fleißig am Knüpfen, aber mache gerade eine kleine Pause. Manchmal wünschte ich, ich wäre ein kleiner Affe. So, 8 Jahre später, ihr seht hier, ist alles verknüppt, was ich wieder hochgeschleppt habe. Und wenn wir jetzt aber mal realistisch das Ganze betrachten, brauchen wir gefühlt nochmal genauso viel, um die komplette Plattform fertig zu machen. Für euch im Video ein Katzensprung. Für mich mehrere Stunden Arbeit.
komplette Plattform ist gedeckt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, da geht es mal gute 4 Meter runter. Leute, habt ihr Bock drauf, dass ich hier auch mal eine Art Biwak mache? Ja, dann schreibt es mal in die Kommentare oder vielleicht soll ich auch wen mitnehmen. Wer weiß. Wer weiß. Ja, ihr habt das Ganze in der Hand. Sehr schön. Und wenn ich hier liege, dieser Blick nach oben. Guckt euch das an. Diese ganz langen Eukalyptusbäume oben. Die Wolken. Das war jetzt die Plattform. Es gibt natürlich noch einiges zu tun. Die Frage ist, was soll ich in der nächsten Folge machen? Ja, soll ich direkt erstmal das Dach bauen oder erstmal die Seitenwände, Strickleiter, normale Leiter, was auch immer. Eine zweite Plattform mit einer Hängebrücke rüber. Ihr entscheidet, was gibt es in der zweiten Folge. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben, wenn euch das neue Format gefällt. Und natürlich Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.